Servus. Willkommen zurück. Level 3. Die Hörner von Hatim. Jetzt sind wir aber ganz schön weit vorgestoßen. Wir sind schon in Nord-Jerusalem. Da kommt bestimmt noch mehr als nur die drei Level, oder? Alles andere würde mich sehr enttäuschen. Galilei, im 20. Jahr meiner Gefangenschaft. Letzte Nacht sind wir in einen Sandsturm geraten. Die Männer wagten nicht einmal, ihren Mund zu sprechen zu öffnen. Wir klammerten uns an den Hälsen unserer Pferde und Kamele fest, während der Sand um uns herum aufgewirbelt wurde und wieder auf uns herunterprasselte. Die Sarazenen haben ein großes europäisches Heer bis in die Wüste verfolgt. Die Kreuzfahrer führen eine Reliquie mit sich, ein Stück des wahren Kreuzes. Wenn es uns gelingt, dieses Artefakt in unseren Besitz zu bringen, wird das die Truppenmoral von Saladins christlichen Feinden erheblich schwächen. Ich fragte Saladin, warum wir uns meilenweit entfernt von Zivilisation und Wasser aufhalten. Er antwortete, um unseren blauäugigen Feinden den blutroten Tod zu bringen. Das große Kreuzfahrerheer hat am Fuße eines Doppelbergs Halt gemacht, der Hörner von Hatim genannt wird. Es gibt dort nur einen einzigen Brunnen und der wird von Saladin bewacht. In der Nacht reiten die Sarazenen aus und gießen vor den Augen der von Durst schon fast wahnsinnig gewordenen Europäer Wasser kesselweise in den Sand. Grausamkeit, wie sie einem Kreuzfahrer würdig ist. Okay, Ziele. Erobern Sie das Stück des wahren Kreuzes, eine Reliquie, und bringen Sie es zu den Hörnern von Hatim, durch Flaggen markiert, zurück. Achtung, in der Wüste gibt es ganz schön viel, nicht wenig Steine. Sie müssen sich auf die Stärke Ihrer Soldaten verlassen, nicht auf Burgen, Wälle oder Türme. Ist mir egal, ich kaufe die einfach ein. Hinweise. In diesem Fall ist der Angriff die beste Verteidigung. Es gibt nur wenige frische Fische im See Tiberias. Stützen Sie Ihre Wirtschaft mit Feldanbau. Ihr Feind kann das Stück vom wahren Kreuz wie jede andere Reliquie in einem Kloster aufstellen. Hüten Sie sich vor den Tempelrittern und den Johannitern. Sie sind Ihre gefährlichsten Gegner. Achtung, in der Wüste gibt es ganz schön wenig Steine. Sie müssen sich auf die Stärke Ihrer Soldaten verlassen. Nicht nur auf Burgen, Wälle oder Türme. Ist mir egal. Ich kaufe sie einfach ein. Gut, fangen wir an. Die europäischen Mörder sollen in dieser Wüste sterben. Ja, hier gibt's Gold, okay. Ansonsten... Boah, wir sind echt begrenzt. Hier haben wir ein paar Schafe. Naja, vielleicht sollten wir uns auf Holz fokussieren, dann können wir Holz verkaufen. Hier so. Ach ja, übrigens, ich mache jetzt mal ein bisschen die Sprache. Sound Scrolling. Musik. Musik kann man ein bisschen lauter machen. Okay. wir haben uns irgendwie eingemauert. Warum auch immer. Das Spiel gibt uns vor, keine Mauern zu bauen, aber wir haben bereits Mauern. Können wir in die nächste Zeit? Ja, können wir. Wenn wir genug Nahrung hätten. Können wir einen Marktplatz bauen? Ja, können wir. Sehr gut. Ach, wir haben bereits einen. Haben wir Verbündete? Ich drücke aber auch immer das falsche Symbol. Das wird sich nie ändern. Ja. Was für ein Stress! Wir haben Teutonen. Wieso sind Teutonen unsere Feinde? Und wieso ist Jerusalem byzantinisch? Das sind doch Engländer. Das ist ja ein englischer Kreuzfahrerstaat, also müssen das Briten sein. Und wieso Teutonen? Naja, egal.
Teutonen sind dort, wo heute Litauen, Estland und Lettland sind. Eine Arm? Alles klar, wir könnten eigentlich, wenn wir uns auf Holz und Felder fokussieren, können wir Sperrträger bauen. Also es ist nicht so, als würden wir gar nichts bauen können. Auf, nach einer begrenzten Zeit, nein, nein. Wir brauchen Nahrung. Gold hätten wir genug für das nächste Zeitalter. Ja komm, ich gebe mal das ganze Gold, das ganze Nahrungszeugs aus, was wir da haben. Wie sieht's hier unten aus? Hier haben wir berittene Bogenschützen. Hier ist zugesperrt, okay. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier möglichst viel Gold mitnehmen, wie es geht, weil ich glaube, das hier werden wir auf Dauer nicht halten können. Brauche ich hier mehr Bürger? So, Ach, keine Nahrung. Naja, noch können wir uns mit Schafen versorgen. Die Axt nehme ich mal frühzeitig, damit wir frühzeitig keine Holzprobleme haben. Das hätte ich aber auch noch gerne. Wir brauchen halt ein bisschen Nahrung. Naja, sollten wir bald drin haben. Ansonsten, ach, hier ist ein Furt, da könnten die Feinde herkommen. Wieso haben wir so viele Schießanlagen? Hat das einen Grund? Wir haben gar keinen Stall. Und hier sind Mameluken, also pff, das geht mal gar nicht, dass wir keinen Stall haben. Naja, aber immerhin haben wir genug Häuser. Das heißt, wir müssen nicht Häuser nachbauen. Soll ich, ja. Oh, da haben wir einen Stall. Ich bin auch so ein blinder Fisch. Direkt neben den einen Stall baue ich einen neuen Stall. Oh Mann. Okay. Jetzt haben wir genug Nahrung für das da. Jawohl. Dann gehen wir darüber. Ah ja, hier kommen wir zu unserem Goldcamp, okay. Reinald, mein Herr, wir haben ein Sarazenlager aufgespürt. Sarazenlager, was? Hier gibt es viele Sarazenlager. Das ist die Aussprache von den Leuten, die ist richtig gut. So, greifen die uns jetzt an? Saladin, ich glaube, wir haben noch einige Rechnungen zu begleichen. Kein Problem, ich überweise es dir. Huch, oh Gott, ich wusste, wir werden das verlieren. Ja, macht doch, was ihr wollt. Genau, jetzt habt ihr meine Mauer zerstört, seid ihr jetzt zufrieden? Scheiße, ich muss hier noch so viel Gold mitnehmen, wie es geht. Ich sollte sie jetzt allerdings nicht provozieren. Ich sag dir nicht provozieren, was machst du? Bist du bescheuert? Los, kiten! Oh Mann. Warum muss... Komm, lock sie weg! Lock sie weg, damit meine Bürger
noch schnell das Zeug sammeln können. Aha, was hat er denn hier? Naja, ich denke mal, wenn ich die Bürger jetzt... die sollen noch so viel Holz, Gold mitnehmen, wie es geht. Los, rennt weg! Ja. Oh mein, jetzt greift es ja meine Bürger an. Versteckt euch! Okay. Überfall! Wir haben so viele Feinde hier. Können die das noch abwehren? Ich bezweifle es. Naja, man verliert es halt, ist doch egal. Das ist egal, ich habe eh Gold. Außerdem brauche ich noch Holz, um überleben zu können. Und was macht ihr? So, wie sieht's aus mit Nahrung? Keine Strafe mehr. Mein Gott, seid ihr schnell. Huch. Vielleicht könnte man das abwehren. Ich probier's mal. Ich brauche mal ein paar Plänkler. Sieht gut aus. Das Gold will ich noch mitnehmen. Sobald ich hier kein Gold mehr habe, dann ist mir alles egal hier. Da kann ruhig alles zerstört werden. Vielleicht sollte ich noch ein paar Bürger bauen. Hassan. Genau, es nimmt das ganze Gold mit. So. Tja. Ich glaube, ich erforsche jetzt die Technologie, dass wir eben schneller Gold abbauen. Damit wir hier mehr mitnehmen können. Wenn wir das verlieren, dann gehören dem Feind die ganzen Rohstoffe. Das darf man auch nicht vergessen. Naja. So viel Holz haben wir jetzt aber auch nicht auf Dauer. Ich schau mal nach, was hier noch so alles gibt. Vielleicht können wir ja wieder die Strategie nehmen mit dem Aushungern. Oh, was haben wir denn da? Eine Waffenschmiede. Gar nicht gut. Und was ist sonst noch hier? Hier ist ein Dorfzentrum, oder? Ja. Komm, Überfall! Okay, hier ist ein Camp der Tempelritter. Alter Schwede. Ihr habt zu viele Truppen, wisst ihr das? Noch ein Dorfzentrum, oh Gott. Hier ist eine Mauer. Wahrscheinlich verstecken die hier ihre Reliquie. Ein Priester. Es tut mir leid, okay. Ja, hier ist die Reliquie. Scheiße. Okay. Sperrkämpfer. Hier kommen viele Kavallerietruppen dabei, Sperrkämpfer. Wer bist du? Reinald von irgendwas. Ihr Schweine, ihr habt meine Speere umgebracht. Oh, Mann. Namen. Ja, ich werde jetzt auch sauer an eurer Stelle. Komm, gehen wir Ritter Zeit. Keine Nahrung? Oh Gott. So, nehmen wir mal die Schnelltasten. Irgendwie. So. Mustard,
Also ich glaube, im Ressourcenkrieg werden die gewinnen, weil die haben deutlich mehr von der Karte als ich. Ich müsste halt wissen, was hier noch wäre. Ich habe ja hier noch meinen Speer. Ja. Oh Gott, das ist dieser Generaltyp da. Das ist unfair, ich habe keinen Helden. Oh. Oh oh. Rückzug. Oh, was macht ihr denn da? Kommt, nimmt das ganze Gold mit. Oh verdammt. So, jetzt er. Gut, nein, keine Miliz. Ey, wenn wir das ganze Holz hier sichern, dann könnten wir den Ressourcenkrieg gewinnen. Weil es gibt hier ganz überhaupt nicht sehr viel Ressourcen auf der Karte. Oh Gott, der hat so viele Leben. Naja, der hat eine hohe Panzerung. Der macht den weg, als wäre das gar nichts. Bald haben wir das ganze Gold eingesammelt. So. Ja, wir brauchen noch sehr viel Nahrung. Alter, was? Wo kommt ihr denn her? Oh nein. Ich glaube, wir haben jetzt die Goldstelle verloren. Kann das sein? Ja, weil du tot bist. Mein Gott, was für eine Logik. Meine schöne Kaserne brennt jetzt wegen diesem Penner. Egal. Nehmt noch das Gold mit, dann bin ich glücklich. Gut, bist du jetzt zufrieden? Nein, anscheinend nicht. Alter. Boah, das nimmt kein Ende. Das verlieren wir jetzt. Okay, nehmt das Gold noch schnell mit. Wenn ihr stirbt, ist es okay. Kannst du das noch reparieren? Oh verdammt, okay, das war's. Da kommt ein Onager. Los, zerstör's! Wenn es drauf ist, zerstört es, macht nichts. Wir können ein Goldarbeiterlager bauen oder wie es auch heißt. Ich kann jetzt schon mal eins bauen. Das war's mit unserem Dorfzentrum. Boah. Lass doch die Bürger in Ruhe. Die sammeln doch nur. Los, lock sie weg. Yes. Die töten ihre eigenen Leute. Komm. Ah, sie hauen ab. Okay, gut. Dann ist okay. Vielleicht kann ich hier noch eine Mauer hinbauen. Um ein bisschen zu blocken.
Das hält sie ein bisschen auf und gibt uns ein bisschen Zeit vielleicht. Davon ist es rentabel, was ich da mache. So, wie sieht's aus mit den Feldern? Wir können hier eine Auftragskette mal machen. So. Ach Mensch, sammelt es auch schneller. Mein Gott, ey, ist ja zu lahmarschig. Die Briten sind in der dritten Zeit. Oh, und jetzt nerven sie. Kaum Ritterzeit, bam, nerven. Gut, ich bin zufrieden, solange sie mich weiterhin nicht hier angreifen. Tja, das ist dein Problem, dass du hier versucht hast, meinen Außenposten so zu stören. Bald haben wir genug Nahrung. Wir könnten eigentlich auch Nahrung einkaufen. Müssen wir aber nicht. Theoretisch können wir sogar mit unseren Feinden handeln. Aber Gold haben wir fürs erste genug. Naja, hier ist die Reliquie schon, das heißt... Alter! Die dämlichen Armbrüste. Verschwindet! Be gone, intruders, whatever. So, gut. Ach man, der ist nervig. Oh, hallo feindlicher Speerträger. Schaust du meinen Leuten beim Sammeln zu? Oh oh. Anscheinend nicht. Los, wehr dich! Wehr dich! Los! Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, alles mitnehmen zu können. Ah, wir können jetzt in ihrer Zeit. Alter? Habe ich gerade? Nein, okay. Mehr Gold! Nehmt so viel mit, wie ihr tragen könnt. So, hier ist ein Feld, was erneuert werden muss. Schneller! Greifen uns aber kaum hier an. In diesem Level. Wir könnten ein Dock bauen und hier Fische sammeln. Oh, jetzt sind sie wieder böse auf uns. Ja, wir können uns hier nicht verteidigen. Ich will auch jetzt nicht so viele Ressourcen hier einsetzen.
töten sich selber. Irgendwie dumm. Es war nur ein Mauerabschnitt und sie haben sich selber umgebracht. Naja, gut. Alter Schwede, jetzt werden die Angriffe langsam massiver. Nehmen wir mal die Elite-Plänkler. Ach nee, das war mein Katapult. Ihr Penner. Ah, Leute. Ihr regt auf. So. Gut, nur noch 1, 2, 3, 4, 5 Goldstellen. Dann kann uns das hier alles egal sein. So, hier haben wir einen Bock nun. Bauen wir mal ein paar Fischkutter. Damit können wir auch gleichzeitig hier ein bisschen erkunden. Können wir jetzt Imperiale? Nein, können wir nicht. Doof. Naja, aber wir können Truppen bauen. Da ist unsere Schmiede. Machen wir mal... Schuppenpanzer. Ey, das ist mein Holz. Das könnt ihr nicht abbauen. Oh nein, jetzt kommen sie alle her. Der hat da ein Holzfällercamp gebaut. Eiskalt. Dem geht's anscheinend zu gut. Okay, aber wir haben Elite-Blänkler. Wir können sogar jede Menge bauen. So ungefähr. Kaserne können wir ein paar... Ach verdammt, keine Nahrung. Hier, mach mal hier Platz. Das ist mein Holz. Verschwindet, das ist mein Holz. Ihr schwulen Engländer. Oh oh. Alter, wie viele Armbrüste haben die? Holy crap. Wir können keine Burg bauen. Warum nicht? Das gefällt mir gar nicht. Los hier. Macht sie Platz. Boah, ist dieses Geplänkle nervig. Mein Gott, so viele Fernkämpfer, da gönne ich mir doch eine neue Technologie hier. Das hier. So. Zerstört mal hier ein bisschen das Lager da. Das ist unfair, wir haben 4 Feinde. 4 gegen 1. Alter. Och ne, ein Skorpion. Wow. Mehrere Skorpione. Daneben. Daneben. Scheiße getroffen. Verdammt. Alter. Euch geht's eindeutig zu gut. Leute. Ah, da ist der Markt. Da können wir handeln. Da ist ein Schießstand. Ach nee, nicht gut. Ach Leute, ihr seid so nervig. Jetzt habe ich keine Truppen mehr.
Und jetzt greift er mich an. Was machst du hier? Komm, geh weg. Das gefällt mir gar nicht, wie sich's entwickelt. Ich speichere mal. Überall fallen die Truppen, aber die greifen unsere Bürger nicht an. Das ist auch super. Der lässt sich abstechen, ohne was dagegen zu tun. Könnte ich hier durch, bitte? Ich habe eine Frau und Kinder und habe Feierabend. Oh. Wehrt euch! Wehrt euch! Ach du Kacke. Kann ich irgendwie was... Webstuhl? Haben wir Webstuhl? Nee, Webstuhl haben wir nicht. Leute! Ist... Der lässt sich schlagen. Oh Gott, was für ein Masochist. Alter! Warum lauft ihr da raus?